Einen schönen Mittwoch wünsche ich einem jeden, der sich jetzt die Zeit nimmt, um ein paar Augenblicke mit mir die heutige Losung anzuschauen und uns vielleicht sogar auch ermutigen und inspirieren lassen. Denn der heutige Text ist wirklich auch sehr, sehr inspirierend. Und wieder aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, Vers 17. Und da sagt der Herr, spricht der Herr durch Jesaja: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Was für eine Aussage, was Gott hier verspricht. Und viele von uns wissen ja, dass das, was Gott verspricht, da gibt es überhaupt keine Zweifel. Das hält er auch ein. Das wird er auch erfüllen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde wird er schaffen, wird er machen. Nun stellt sich die Frage bei den Wissbegierigen, wie macht er das? Wie ist das möglich? Den Hinweis finden wir schon am Anfang der Bibel. Gott spricht und es wird. Was Gott ins Leben ruft, in die Existenz hinein katapultiert, das geschieht einfach. Es ist dumm zu fragen, warum? Weil er Gott ist, weil er es kann und weil er es möchte. Aber das Schöne ist, so sehr wir dankbar sein können für die Erde und den Himmel, den er uns hier schon gegeben hat, und bei Himmel ist ja auch im erweiterten Sinn auch, glaube ich, auch die Herrlichkeit gemeint, die der Mensch verspielt hat, als er in die Sünde gefallen ist. Davon berichtet ja die Bibel auch schon so ziemlich am Anfang des ersten Buch Mose oder Genesis. Und Gott wird einfach eine neue Existenz für den erlösten Menschen oder für die erlöste Kinderschar, Gottes Kinderschar schaffen, einen neuen Himmel. Und neu heißt ja nicht renoviert oder refurbished, ist das moderne Wort heutzutage, sondern neu ist neu. Es ist neu, nagelneu. Da wird nichts Vergleichbares sein mit der alten Erde. Also wir können uns das ja eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wir können uns darüber freuen, dass es so ist. Und es hat sogar diese Auswirkung, wir werden dem Alten in keinster Weise nachtrauern. Stellt sich nur die Frage, ob du dabei sein wirst. Im Lehrtext, da haben wir eine Aussage aus Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 10, wo der Herr den Jüngern das Beten beibringt. Sie wollten wissen, wie man betet. Und da ist eine Passage in diesem Gebet drinnen, selber nachzulesen, aber ich glaube, die meisten kennen sie ja schon auswendig. Da heißt es: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das wird auch im neuen Himmel und auf der neuen Erde sein. Es wird sein Wille dort geschehen. Das können wir von dieser Welt und dieser Zeit noch nicht sagen, dass dort auf dieser ganzen Welt Gottes Wille geschieht. Da ist noch vieles im Argen. Aber wir wissen, dass das auch zu Ende geht. Auch davon spricht die Bibel. Aber das ist ein anderes Thema. Dein Reich komme. Sehnst du dich nach diesem Reich? Möchtest du, dass es anbricht? Es kann schon anfangen. In deinem Herzen, indem du den König dieses Reiches, Jesus, zu deinem König lässt, werden lässt, wenn es nicht schon ist. Ich hoffe, dass vielleicht manch einer, der das auch hört und sieht, ermutigt wird, Jesus wirklich beim Wort zu nehmen. Keiner wird es bereuen, der das ernsthaft tut. Also ich kenne keinen zumindest. Und ich habe es auch nicht bis zum heutigen Tag bereut, dass ich angefangen habe, in meinem Leben
Jesus beim Wort zu nehmen. Wir sind ja alle noch unterwegs in dieses neue Reich, in diese neue Herrlichkeit. Aber dafür können wir auch wieder Gott danken, ihn dafür loben und preisen und auch anbeten für das, was noch vor uns liegt. Das hat einmal einer geschrieben, ich glaube, es war der Fritz Rienecker, der ein Buch mit dem Titel geschrieben hat, und das stimmt 100%, das Schönste kommt noch. Und das Schönste ist Jesus und sein Reich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.